Servus liebe Eishockey-Freunde, willkommen zu einem weiteren Spieltag der Eishockey-Weltmeisterschaft. Heute die USA gegen Italien und ich spiele heute mit den Italienern. Wie ihr gemerkt habt, spiele ich die ganze Eishockey-WM bereits auf All-Star. Ich glaube, ihr habt das beim Spiel Italien-Russland gesehen, dass ich die Einstellung da irgendwo gemacht habe. Auf jeden Fall, ich habe überlegt, dieses Spiel jetzt hier auf Superstar zu machen, damit es noch ein bisschen schwerer wird. Aber ich glaube, es wird schon allein schwer genug, dass hier mit Italien gegen die Amerikaner zu packen. Es geht aber gut los. Wow. Oh, gut, Bro. Thomas Larkin, der jetzt zwei Spiele ausgesetzt hat. Das erste und das dritte, glaube ich. Jetzt ist er wieder dabei. Thomas Larkin, Spieler der Adler Mannheim. Erstes Verteidigerpaar mit Trivelato. Ich glaube, Svenja Wild, ich bin mir nicht sicher, hat früher mal in Berlin gespielt. Aber er müsste ja jetzt in Schwenningen sein. Da haben wir ihn mit der 53 und mit der 37 da gegen den Thomas Larkin. Also zwei DEL-Spieler in der ersten Verteidigerlinie der Italiener. Bufflin. Jetzt gab es ja durchaus Niederlagen. Ramosa. Oh ja, Kostner vielleicht. Nicht schlecht. Nicht schlecht, wirklich nicht schlecht. Oh, Rampazzo. Also, die legen ja voll gut los hier, Ignacak. Oshi. Plastino. Grow, Achtung. Mal die Chance für die Amis. Stepan. Trevor. Grow. Ja, ein bisschen ausgerutscht, glaube ich, da. Beziehungsweise außerdem drauf gekommen. Bufflin. Ja, bleibt hängen jetzt mit dem Abspiel auf Stepan. Wer ist die Chance? Und gut von Bernat. Ja, super. Lambacher. Peresi. Backis. Wheeler. Backis. Emma. Die Nicola, ja, jetzt vielleicht, wenn er sich durchsetzt. Ist natürlich langsamer als die ganzen US-Boys, aber. Pedretti, ja! Pedretti! Pedretti! Oh! Und wir dürfen uns ja nicht für Italien freuen. Ja, weil, okay, nee, den Klassenerhalt haben wir ja schon geschafft. Wird aber trotzdem ein wichtiges Spiel am 13. Mai Deutschland-Italien. Da muss man auf jeden Fall keine Punkte liegen lassen. Da darf man vor allem auch keine Punkte liegen lassen. Ohne Italien runterzumachen. Aber Deutschland muss Italien besiegen, wenn sie hier das Viertelfinale wollen. Da darf man keine Punkte liegen lassen. So ist es gemeint. Italien hat gegen die Slowaken eine tolle Leistung gezeigt. Morini! Wow! Wow! Was holt der denn da raus? Aber dann reicht ihm das Tempo nicht, um Jimmy Howard da auszutricksen. Aber Italien gefällt mir heute. Van Rijmstijk. Trevor Van Rijmstijk oder James Van Rijmstijk. Ich weiß nicht, da gibt es ja zwei von. Ich glaube aber James Van Rijmstijk ist dabei. Trevor spielt ja in Chicago. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Callahan. Schöner Pass. Goligoski. Jendl.
Benjamini bekommt den Poker. Bisschen hart umgecheckt. Egal, so sind eben die Amerikaner. Rampasso. Auf Alberici, ja. Er muss jetzt ziehen. Schafft er, aber die Scheibe ist nicht drin. Da gibt es ein bisschen Gesprächsbedarf, aber auch nichts weiteres. Alberici verliert das Bulli gegen David Backes. Wheeler. Achtung! Wichtiger Save nochmal. Und jetzt ist das Drittel um. Italien geht mit einem 0:0 in die Pause. 6:5 Schüsse. Durchaus verdient dieses Ergebnis für beide Mannschaften. Die Pässe natürlich bei Italien. Absolute Katastrophe. Ebenso wie die Bullies. Aber man kann von den Schüssen her gut mithalten. Zeiten der Offensive. Ja, spricht da auch anderes. Aber Italien kann auf jeden Fall zufrieden sein. Gegen Amerika ist das eine tolle Leistung. Die Vereinigten Staaten müssen langsam treffen. Goodrow, wow! Thomas Larkin holt da den Check raus. Gegen Goodrow. Wenn ich es richtig gesehen habe. Ja, genau. Da, wieder Goodrow umgecheckt. Diesmal von Morini. Jetzt hätten wir den Check gesehen, da hätte ich nicht X gedrückt. Kostner. Und nochmal eine Info, was euch jetzt eh nicht mehr interessieren wird, aber zum Zeitpunkt der Aufnahme ist Bloody LP immer noch nicht da. Und das heißt, wir haben hier gute Chancen, dass wir hier die Einzigen sind, die die WM so let's playen. Und ich hoffe, es gibt auch Aufmerksamkeit. Ich meine, es soll jetzt nicht klickgeil und so rüberkommen, aber ich hätte schon gerne ein entsprechendes Ergebnis für die ganze Mühe, die man hier reinsteckt. Und jetzt hat Stepan die Scheibe auf der Kelle und macht das einfach. Tja, schnell kann's gehen. Einmal kurz Konter. Und der Rex Stepan trifft zum 1:0. Ja. Magda. Schattenkirk. Parisi. Thomas Larkin ist ein harter Spieler. Merkt man auch bei den Adler Mannheim, wenn sie spielen. Parisi. Und wichtiger Save. Ganz wichtig für Selbstvertrauen. Thomas Larkin. Kann er was machen? Nö, mit so einer Drehung nicht. Phil Kessel, einer der wenigen Pittsburgh-Spieler hier bei diesem Turnier. Er wurde ja freigelassen für die WM, zumindest hier bei uns. Ich weiß nicht, wie es in Wirklichkeit ist. Aber diese Drehungen sind wohl nicht so erfolgreich bei den Italienern. Und sie haben jetzt, glaube ich, 3 Spiele oder so kein Tor mehr gemacht, wenn mir das jetzt nicht komplett täuscht. Ich weiß nicht mehr genau, wie das letzte Spiel war. Von Rhymestick. Boah, kein Foulspiel. Michelle ist irgendwie weggerutscht und der Schiri entscheidet hier auf Icing, okay. Gute Chance hier für David Backes. Er spielt nicht mehr in St. Louis, spielt jetzt, glaube ich, in Boston, wenn mich das nicht täuscht. Boston, ja, kann gut sein. Ja, diesmal eine andere Drehung. Und diesmal klappt's! Oh, Vegetti! Das muss er dann aber auch machen irgendwann. Also gegen die Italiener wird man, gegen die Amerikaner wird man auch nicht mehr tausende Chancen haben. Boah. Bernard sich genommen.
Jetzt ist es Verteidiger Pfalz auf Meister. Und die erste Sturmreihe. Emma auf Kostner. Ramosa, Achtung. Gut, Joe, der schon einiges einstecken musste heute. Jetzt hat Oshi die Scheibe. Der aber mal krassen Bekanntheitsgrad in Sochi bekommen hat bei der Olympiade. Als er die Amerikaner mit, ich glaube, 6 Penalties oder so gegen Russland zum Sieg geschossen hat. Oder jetzt nicht 6, also 6 gab es, glaube ich, insgesamt. Er schoss irgendwie 4 davon oder 3. Die allesamt verwandelt hat, oder ich, also auf jeden Fall hat er, ich glaube, einen hat er verschossen, aber sonst, er hat gegen Russland in Sochi bei der Olympiade, da war es ja folgendermaßen, also es gab Spiel in der Vorrunde, dass die USA gewonnen hat mit 3-2 nach Shootout. Oh, Tor! David Backes! Und ich meine, da war es irgendwie so, also ersten drei Schützen, darunter war Oshi. Oshi hat getroffen und Kowalczuk hat auf Seiten der Russen getroffen. Und danach hat Oshi einfach, glaube ich, noch dreimal oder so geschossen, hat zweimal davon getroffen. Und dann Kowalczuk oder Malkin, ich weiß nicht mehr genau, wer das war, hat nur noch einmal getroffen und so hat dann die USA letzten Endes gewonnen. 3 getroffene Penalties waren das also dann von TJ Oshi. Vielleicht auch 4, ich weiß es nicht mehr genau, aber auf jeden Fall war das so, dass es da noch im dritten Drittel ein Tor gab für Russland, was nicht gegeben wurde. Und ich weiß bis heute nicht warum, weil das war ein reguläres Tor, die Scheibe war sogar, also die war ganz klar hinter der Linie. Eindeutig, das hat auch der Kommentator gesagt. Und es war auch klar kein Tor im Abseits, es war kein Schlittschuhtor, um Gottes Willen. Kein hoher Stock, der war nicht mal abgefälscht. Und das Einzige, was dann übrig bleibt, ist Tor verschoben, aber verschoben. Das war es aber eigentlich auch nicht. Also entweder das Tor war einfach nur kurz aus der Verankerung oder so. Aber deswegen Tor nicht zu geben, das war echt totale Scheiße. Ja, Mann. Aber sonst hätte Russland die volle Punktzahl geholt. Müsste sich dann nicht gegen Norwegen noch ums Viertelfinale bekämpfen. Und so mussten sie ja nochmal in dieses Viertelfinal-Qualifikationsmatch. Und ja, das war dann Sache. Ein Viertelfinalmatch, wie gesagt. Viertelfinal, dieses Spiel, dann konnte man dann gewinnen gegen Norwegen 4-0. Aber da traf man halt auf Finnland, auf einen sehr extrem unangenehmen Gegner. Die USA traf, glaube ich, auf Schweden, wenn ich das nicht. Nee. Die trafen auf Tschechien, glaube ich. Haben das gewonnen. Auf jeden Fall haben die Amerikaner das Viertelfinale gewonnen. Und dann ging es ins Halbfinale, wo man dann gegen Kanada verlor. Und Schweden, Finnland waren da noch dabei. Oder ich glaube, es kann auch ein leichterer Gegner gewesen sein. Lettland war, glaube ich, auch im Viertelfinale oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, seid mir bitte nicht böse, falls ich hier komplette Scheiße laber. Der komplette Scheiße ist es nicht, weil an einiges kann ich mich 100% erinnern. Gegen wen die Amis jetzt gespielt haben, weiß ich nicht mehr, aber man kann sich auch nicht alles merken. Mathematische Formeln, physische Formeln aus der Physik, dann Reaktionsgleichungen aus der Chemie. Nein, Spaß. Nee. Achtung. Also Italien hat ewig nicht mehr getroffen bei diesem Turnier. Ich glaube, die letzten 2 Spiele nicht mehr. Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt länger nicht mehr aufgenommen. Ah, die Bullies, die haben sie also im zweiten Drittel wieder zu sich. Wir sind jetzt 9-8 für die Amis. Kostner! Es ist einfach mal richtig schwer mit Italien zu spielen. Aber gut, ist ja auch nicht schlimm, dass sie verlieren. Wird wahrscheinlich in Realität nicht anders sein. Sorry an alle Italiener, aber. Also es wäre schon krass, wenn ihr gegen, wenn die Italiener hier gegen die USA gewinnen. Würde mich aber freuen, wenn die den Klassenerhalt schaffen, aber es wird schwer, weil auch Dänemark eben nicht absteigen kann und eher so ein
Abstiegskandidat statt Viertelfinalkandidat ist. Und wer kommt dann noch sonst? Lettland oder halt Deutschland. Die Slowakei wird ganz bestimmt wahrscheinlich nicht absteigen. Dänemark kann nicht. Das heißt eigentlich nur Lettland, Deutschland oder Italien. Und Deutschland glaube ich auch nicht nach dem Auftritt letzte WM, wo man dann im Viertelfinale gegen Russland gespielt hat. Also Freunde, Viertelfinale, das ist schon krass für Deutschland. Letzte Heim-WM kann man ja sogar bis ins Halbfinale. Von dem man auch dieses Jahr vielleicht wieder träumen darf. Ich weiß nicht, wie es jetzt in Realität aussieht. Hier im Gameplay sieht es bisher für Deutschland gar nicht mehr so schlecht aus. Gab schon Punkte und man hat die schwersten Gegner hinter sich. Jetzt kommt, glaube ich, heute Abend das Spiel gegen die Slowakei. Und das wird dann das Spiel ums Viertelfinale. Weil Dänemark schlägt sich auch nicht schlecht. Hat ja gestern gegen die Slowakei einen guten Auftritt hingelegt. Ich glaube, das war gestern oder es war heute schon. Auf jeden Fall kann man sich nicht beschweren. Slowaken sind gar nicht mehr so krass gut in diesem Turnier bisher. Wheeler. Wheeler auf Backis. Ich sollte mich mal langsam um die Blitztabelle kümmern, wenn die Woche vorbei ist. Weil ansonsten muss ich so viel auf einmal berechnen. Das wird schwer. Und falls ich dann noch die Gruppe B machen muss, um Gottes Willen, werde ich wahrscheinlich nicht schaffen. Ich hoffe, der Marcel überlegt sich nochmal ins Positive und macht es dann doch noch. Mehr dazu habe ich im letzten Part erzählt. Achtung, jetzt die Chance schon zur Entscheidung. Ja. Dann passt auf Ignacek jetzt an der Scheibe. Es gab eine super Chance bisher für Italien, mehr aber auch nicht. Passt die noch? Ja, da muss irgendwann mal der Abpraller da sein und da muss auch ein Spieler da sein, weil bisher verteidigen ist die Amerikaner, ja, super. Man kann eine Verteidigung nicht besser spielen. Und in der nächsten Pause, jetzt muss ich erstmal meinen Controller anschließen. Scheiße. Oh Mann. Wo ist mein Spieler? What the fuck? Das ist mein Controller, wird ganz abgeschossen. Kostner, warum war denn der jetzt da vorne? Ja, holt die Strafe raus und jetzt muss es klappen und der Torwart geht raus. Ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber Italien hat einfach keine Chancen. Daher auch mal die Auszeit. Italien hat zu wenige Chancen und wird jetzt eben 6 gegen 4 spielen. Das wird viel besser sein, als wenn sie jetzt 2 Minuten vorm Ende 5 gegen 4 spielen. Denn sie haben einfach keine Chancen. Und in 5 gegen 4, ja, ich weiß nicht. Sie sind einfach nicht in der Lage, das Ding hier auszugleichen. Stand jetzt. Travessa. Also, wenn jetzt ein Tor fällt, dann wird der Torwart wahrscheinlich auf jeden Fall drin bleiben nochmal für eine Zeit. Aber für den Anschlusstreffer braucht man ein bisschen mehr Zeit. Oh, da war er. Da war sie. Die XXL-Chance. Und Bjugstedt bringt die Scheibe raus. Und jetzt Rampas und muss sie natürlich haben. Ich werde den Torwart auch erstmal draußen lassen, wenn jetzt kein Tor fällt in diesem Powerplay. Muss früh handeln. Kostner! Bjugstadt, kurioseste Trikotnummer bei diesem Turnier. Die Nummer 1 des Feldspiels. Und jetzt ist die USA komplett. Wir spielen nur noch 5 gegen 4. Es war kein Powerplay. So, sagen wir es mal ganz ehrlich. Es war einfach kein Powerplay. Backies. Ja, Parisi wird. Stark nochmal auf Kostner. Ja, Traversa. Die können nicht viel mit ihren Chancen machen. Einmal so ein kurzer Schuss. Ramosa, wichtig, dass der hinter lag. Oh! Was eine Chance nochmal. Gut gemacht. Und jetzt Trivelato. Scheibe ist wieder.
Ach du heilige Scheiße, Mann. Was ist denn los, Alter? Ich hab doch hier mein Ding angeschlossen. Ich verstehe es irgendwie nicht. Mein Controller reagiert manchmal einfach gar nicht. Ich habe ihn noch angeschlossen. Ja, jetzt ist es vor da. Ich kann nicht schwören, mein Controller ist angeschlossen, aber ich weiß nicht, woran es liegen könnte. Alter, what the fuck? Ey, was ist das für ein Fail, Mann? Immer wenn Empty Net Goal ist, dann ist da einfach keine Auswechselbank, sondern die Spieler stehen auf dem Eis. Schreibt mal in die Kommentare, ob es euch auch immer so ist. Bei mir zumindest. Habt ihr ja gerade gesehen. Derek Stepan entscheidet die Partie. 3 zu 0. Und nochmal ein toller Check hier. Ich habe jetzt mal gerade versucht, mit Larkin da einen Faustkampf zu provozieren, aber warum sollten sich die Amerikaner jetzt drauf einlassen, vor allem mit Thomas Larkin? Benjamini, es reicht nicht, die Italiener sind wieder ohne Tor geblieben. Ja, und sollten sich jetzt langsam mal wieder Sorgen um den Klassenerhalt machen, beziehungsweise um den Abstieg. Denn es wird richtig, richtig schwer. Ja, das war das Match-Winning-Goal oder Game-Winning-Goal oder wie auch immer. Derek Stepan hat es gemacht. Zum 1 zu 0. Das reicht gegen Italien. Schüsse am Ende trotzdem gleich. Und die Zeit in der Offensive haben die Amerikaner natürlich ein bisschen mehr. Trotzdem, man muss so sagen, die Statistiken sind gar nicht mehr so klar für die USA. Das Ergebnis sagt was anderes und das ist, was am Ende zählt. Ich verlinke euch jetzt nochmal Lipinho einfach so. Vielleicht werden auch nicht mal Videos von der WM auf seinem Kanal kommen. Schaut trotzdem mal vorbei. Ich weiß es ja nicht zum Zeitpunkt der Aufnahme, ob er sich das Ganze nochmal anders überlegt. Weitere Infos im letzten WM-Spiel auf meinem Kanal, beziehungsweise auf unserem Kanal hier, Luca und ich. Hier Sportlife. Es ist immer richtig schwer irgendwie, wenn man Kommentare beantwortet und man fragt, welcher Fan bist du? Und dann ist der Luca, ist der ein Kölner Haie-Fan zum Beispiel und ich ein Adler Mannheim-Fan, wie ich das dann antworten soll. Ja, ich bin der Kölner Haie-Fan und er ist der Adler Mannheim-Fan oder halt andersrum. Ist ja nur so, nein, ist er natürlich nicht, aber auf jeden Fall trotzdem. Nur so als Beispiel. Ist wie gesagt immer noch unser Kanal. Also keine Sorgen machen. Ja, wie gesagt, danke für eure Aufmerksamkeit und lasst ein Like da und teilt das Video bitte. Schaut auch bei Lipinho vorbei. Bis zum nächsten Mal und ciao.